Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zurück zu einer Folge, zur ersten Folge von Total Gaming Awards. So, jetzt muss ich erstmal überlegen, wie das heißt. Ein neues Spiel, ein Spiel von den Wargaming. Ich habe gerade schon ein Training gemacht in den Römischen Reich. Es gibt noch Griechenland und Barbaren. Ich werde einfach nochmal mit den Römern anfangen. Das ist jetzt mein Anführer, kann man sagen. Oh, jetzt kriege ich ein Stück auf. Für Roms Ehre. Und wir starten jetzt einfach. Wir gucken einfach mal, vielleicht möchte einer mit uns spielen, vielleicht auch nicht. Wir werden mal sehen. Und ich versuche euch das dann gleich nebenbei zu erklären. So, jetzt bin ich im Game drinne. Ich kenne den Multiplayer, kenne ich noch nicht. Das ist jetzt die Sache für sich. Ich kenne den Multiplayer noch nicht. Ich habe vorhin nur den Singleplayer gespielt und möchte gern hier starten, so mitten auf der Straße. Ob das eine gute Idee ist, ich glaube mal schon. Ich bin Römer. Wir haben hier eben die Barbaren noch und die Griechen. Nehmt das feindliche Lager ein. Und wir haben unsere, wir haben drei Truppen. Die können wir jedenfalls einzeln steuern. Wir können es aber auch gemeinsam steuern, alle gemeinsam. Wir haben so ungefähr bis zu 100 Leuten, können wir mit, so einen Trupp haben, was ich richtig, richtig geil finde. Und wir sehen hier so alles ein bisschen ausgeschwemmt. Das ist unsere Sicht, die wir haben. Und da sehen wir die ersten Gegner. Und das sind Schwertkämpfer, das sind Schwertkämpfer und das sind sehr viele Schwertkämpfer. Wir müssen uns formatieren, wir müssen alle gemeinsam nehmen und hier auf die Schwertkämpfer gehen. Das ist sein Todesurteil aus dem folgenden Grund, weil er jetzt... Ach du Scheibenkleister, ach du heilige Scheibenkleister. Ja, also ich würde mal sagen, das sieht sehr gut aus mit uns. Oh mein Gott. Und da kommt die nächsten. Das sind die anderen von dem. Der hat's aufgesplittet. Ist vielleicht eine gute Idee gewesen von dem. Die müssen hier unbedingt drauf gehen, weil sonst bin ich hier echt am Arschel. Aber ich muss sagen, das Spiel ist richtig, richtig geil so an sich. Es hat taktisch, es ist alles hier drinne. Rechte Flanke, ja, greift doch mal hier an. Oh nein. Ich glaube, das sieht gar nicht gut aus. Aber kann ich denn das hier nicht einsetzbar? Ja, ich bin im Nahkampf. Warum kann ich das nicht einsetzen? Oh mein Gott, Leute. Aber wie gesagt, es ist ein richtig geiles Spiel von Wargaming. Ich bringe sehr, sehr gerne mehr davon. Weil das macht mir auch extrem viel Spaß. Ah, okay, man sieht auch hier, die sind hier. Da wurde jemand in die Flucht geschlagen. Das geht auch, sobald man so, ich sag jetzt mal, Angst hat wegen dem Gegner, kann man in die Flucht geschlagen werden. Ja, und da bekomme ich Hilfe. Ist das geil. Von der Seite flankiert er. Oh ja. Oh ja, das ist mal richtig nice. Obwohl, auf die letzten Pferdereiter hier gehen, damit die fertig sind. Ich weiß nicht, ob er sie jetzt abdreht. Oh, geil. Ich wollte gerade sagen, von da kam noch. Der Verräter ist tot.
Ja! Ich würde mal sagen, das war's. Alter, Scheibenkleister. Was passiert hier? Oh. Oh. Da kommt eine neue Macht. Der tut sich gerade durch neu formatieren. Bleib doch. Ja, gut. Und wir gehen hier von der Seite ran. Dass das vielleicht was Gutes ist. Dass wir von der Seite flankieren. Und da kommen noch mehr. Halleluja. Oh, ist das krank. Also es passiert schon richtig, richtig viel hier drinnen, muss man sagen. Ja, mehr als töten kann man ja nicht. Eigentlich müsste man sich mal zurückziehen und neu formatieren. Was das hier unten ist, ich habe keinen blassen Schimmer, was das bedeutet. Ach, das sind die Truppen. Oh, Alter, ist das geil. Aber wir verlieren. Ne, jetzt gerade gewinnen wir an Punkte. Das ist gut. Oder die verlieren an Punkte. Das ist sehr gut. Es gibt nämlich drei, ich sage jetzt mal drei Sachen, in denen man gewinnen kann. Und zwar ist es, die Gegner zu vernichten. Es gibt natürlich auch den Grund, die Sache, dass man die Base einnehmen kann. Oder den Feind eben verdrängt. So. Aber man muss schon sagen, hier geht es richtig ran. Und hier sind schon sehr, sehr viele Trupps irgendwie vernichtet mit. Bei uns sind das wenige Trupps, die vernichtet wurden. Und da kommen meine. Und jetzt geht es ab hier zur Pferdestaffel, wollen wir die mal vernichten. Ich hoffe mal, dass wir... Oh, fuck. Oh, fuck. Hierhin. Dann versuchen wir uns an die Bogenschützen, die hier sind, ranzumachen. Alter! Das sind meine. Das sind auch nicht mehr viele. Ich habe zwar noch alle meine Trupps, aber die sind gut. Scheiße. Geht nicht mehr. Ich habe gedacht, wir... Unsere Verbündeten beschießen uns! Schwertkämpfer! Schwertkämpfer! Wir gehen mit einer hier hin. Eigenbeschuss durch Verbündete! Und er, oh, ob das er, ach du Scheibenkleister. Jo, ich würde mal sagen, das war's. Also ich bin gut angeschlagen, also die haben sich richtig formatiert hier drinnen. Die sind sehr gut dabei. Was sagen eigentlich bei uns? Bei uns sagt es irgendwie nichts.
Das hat's wirklich hier rüber gesetzt, der ganze Kampf. Lasst hier. Ah, es war ein Fehler. Oh mein Gott, ist das hier. Also wir sehen, ich bin gut angeschlagen. Boah. Ich werde flankiert bis zum geht nicht mehr. Ja, ich würde mal sagen, das war's bei mir langsam. Also auch wenn sehr viele gestorben sind bei denen, die haben hier hinten sich sehr gut angelegt, verteidigt. Ich hätte echt gerne nochmal, echt gerne mal übernommen hier hinten, aber wir sehen, es wird nicht klappen. Ich bin mitten im Gefecht hier irgendwo drinne. Und die greifen von hinten an. Deswegen, wir gehen hier hinten hin. Oh ja, meine erste Einheit besteht nur noch aus wenigen Soldaten. Jetzt geht's ab. Jetzt verliere ich Leute wie verrückt. Also wir sind hier fucking mitten im Gefecht. Feiglinge, die Männer fliehen. Ja, das war meine erste. Mein erster Trupp. Meine erste Einheit. Bleiben noch zwei. Ja, die nächste ist auch weg. Feiglinge, die Männer fliehen. Der Tod ist da. Und mein letzter Trupp. Also, ich will ja nichts sagen, aber... Tod, aber nicht besiegt. Ja. Das war's jetzt bei mir. Echt schade, hier hinten versucht sich einer rumzuschleichen. Echt geil. Aber ich muss sagen, mir gefällt das so richtig, richtig geil. Dann mache ich einfach noch im nächsten Part dran. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal.